Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Kingdom Come Deliverance. Wir sind hier immer noch im Lager und wir sehen gerade, es wird fleißig an dem Tribok gearbeitet. Phaser läuft von rechts nach links. Konrad, zu meiner Verwunderung, den wir ja befreit haben oder abgeworben haben, er scheint hier noch ein bisschen länger zu schlafen. Als Chef des Hauses sozusagen gönnt man sich noch ein Stündchen länger Schlaf, bevor man zur Arbeit schreitet. So sieht's aus. Und wir könnten jetzt einfach warten, bis der Tribok hier fertig ist. Oder wir könnten mal schauen, was es hier noch an optionalen Aufgaben gibt. So, und da würde ich sagen, suchen wir uns das Leichteste erstmal raus, indem wir halt mit Leuten reden. Sprich mit Hauptmann Bernard zum Beispiel, den habe ich gerade gesehen. Dann fangen wir doch einfach mal an und hören, was die uns zu sagen haben. Und damit willkommen zurück nochmal und viel Spaß mit diesem Part. Bernard. Nee, Robert. Beste Grüße. Was hältst du von Meister Kieser? Er ist sehr geschickt und weiß, was er tut. Und was er sonst noch daherredet, ich ließ ihn das gern versuchen, aber bei einer anderen Burg. Glaubst du, etwas davon ist wahr? Ich habe solches Kriegsgerät noch nie gesehen und kann es nicht beurteilen. Was er sagt, würde unsere gesamte Kriegsführung verändern. Er zeigte mir ein paar seiner Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob er ein Genie oder ein Wahnsinniger ist. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich guck mal kurz, wie weit wir hier sind mit Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ah, immer noch nicht Stufe 10 erreicht, aber lange kann es nicht mehr dauern. Ich denke darüber nach. Okay. Also, er ist auf jeden Fall schon mal begeistert von dem, was Konrad hier so erzählt und vorhat. Und ich bin echt gespannt, wie der Tribok aussehen wird, wenn er denn mal fertig ist. Trotzdem, dann machen wir uns mal auf den Weg. Schlagen die Karte auf und gucken mal, wo sich überhaupt die Leute rumtreiben. Die haben nämlich alle, sind sie hier verteilt in der Welt. Ja, was haben wir hier? Frag die Köhler, bla 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 bla. Ich möchte erstmal mit meinen Bekannten sprechen hier. Divitch, genau, mit ihm hier. Ne? Da würde ich sagen, gehen wir mal nach Teilenberg hier. Beziehungsweise im Grunde ist das nicht weit. Im Grunde ist das gar nicht weit. Da könnte man sich doch auch... Kommen wir denn hier überhaupt runter? Ja, also, natürlich kommen wir hier runter. Ja, dann holen wir uns doch einfach mal hier unser Pferd. Da sind wir doch schnell unterwegs hier. Peebles. Ja? Da brauche ich doch gar keine Pause jetzt hier machen. Sondern ja, gehen wir einfach mal ein bisschen Schubrakete. Und reiten hier die Böschung runter. Was holprig. Ja, ich weiß. Aber... Peebles ist robust, das haben wir schon gelernt. Mit ihm kann man auch steile Berghänge galoppieren. So, enge Rechtskurve. Und dann dürften wir eigentlich bald schon im anderen Lager sein, wo sich anscheinend Divitch aufhält. Und dann hören wir uns einfach mal an, was er zu sagen hat. Ob wir irgendwas Sinnvolles noch machen können. Während hier der Tribok da weiter oben gebaut wird. Und da haben wir es doch schon. So, die Aussicht ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, die Lager sind ringsum verteilt, um die Teilenberger Burg, um alles im Blick zu behalten. Und da mal schon den Divitch. Der sich gerade etwas leckere Bohnensuppe geholt hat zum Frühstück. Komm, wir setzen uns mal zu ihm. Vielleicht können wir auch am Sitzen sprechen, oder? Damit sein Gebet fertig ist. Ja, Herr Divitch, wie sieht denn die Lage hier aus? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Nebenquest. Wie fühlst du dich, Herr Divitch? Wie geht's der Schulter? Ging mir schon besser, Junge. Ich fühle mich schrecklich und meine Schulter schmerzt. Lass deine Wunde versorgen und dir geht es bald besser. Das ist es nicht. Ich fühle mich einfach... Heinrich, kannst du mir einen Gefallen tun? Was benötigst du, Herr? Ein Pfarrer und ein Arzt. Der nächste ist in Rovna.
aber ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Und dann gibt es einen in Uschitze. Wie hieß er noch gleich? Godwin. Aber wozu benötigst du einen Pfarrer? Die Wunde wird heilen, insbesondere wenn ein Mönch sie versorgt. Es geht nicht um mich. Viele der Männer werden den morgigen Tag nicht erleben. Und all die Toten. Ich muss beichten. Aha. Was denkst du über Meister Kieser, Herr Divisch? Ich? Als würde es nicht reichen, riesige Felsbrocken auf meine Burg zu schleudern, will er auch noch Fässer mit Schwarzpulver. Ich verstehe. Aber er muss etwas unternehmen. Diese Felsen könnten meine Frau treffen. Und wenn die sie nicht erschlagen, könnte sie das Schwarzpulver zusammen mit Herrn Ratzig verbrennen. Ja, ich weiß. Verzeih. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht es ähnlich. Wenn wir fertig sind, in welchem Zustand mag meine Burg wohl sein? Was soll ich tun, wenn das Schlimmste passiert? Was... Ach, genug davon. Sprechen wir lieber ein Gebet. Ja, selbstverständlich ist er besorgt um die Burg. Tja, je nachdem, was Konrad da plant. Im Grunde würde er auch reichen, wirklich einen Tribok fertigzustellen, den aber dann vernünftig zu machen und einfach das Tor einzureißen. Aber er scheint da wirklich mit wilden Geschossen hantieren zu wollen. Hey, und kommt uns besuchen. Ja, richtig. Und das ist natürlich für die Burg im Großen und Ganzen nicht gerade zuträglich. Also, okay, also das scheint hier ein Part der Nebenquest zu werden. Zumindest gehen wir diese Nebenquestbahn und versuchen ihm hier seinen Pfarrer ein bisschen Medizin zu besorgen. Dann sehen wir uns in Roda oder Uschitze wieder. Ich hoffe, dass wir da jemanden finden werden. Also, bis gleich. Und da sind wir auch schon angekommen in Uschitze. Und wir suchen den Priester, den wir jetzt hier abwerben. Hoffentlich abwerben können. Und wo soll ein Priester sein, wenn nicht? In der Schenke. Den kennen wir doch. Ist das dein Ernst? Natürlich. Du kommst jetzt mit. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Thalmberg gibt es viele Tote und Verwundete. Aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Ich würde gerne helfen, Heinrich, aber ich habe andere Sorgen. Was ist los? Ich habe Gesandte des Erzbischofs aus Prag hier. Sie behaupten, es gebe Ketzer in meiner Gemeinde und es ist von Scheiterhaufen die Rede. Ich fürchte, sie würden das halbe Dorf verbrennen, wenn ich nun gehe und sie schalten und walten lasse. Ich verstehe. Frag woanders. Es muss hier irgendwo einen Diener Gottes geben, der euch helfen kann. Das ist ein bisschen enttäuschend, wo wir ihm doch geholfen haben. Ihr erinnert euch an die Quest, ja, in die wir mit ihm gesoffen haben und am nächsten Morgen die Predigt gehalten haben. Eine wunderbare Stelle im Spiel. Ja, er sagt, es würde hier irgendwo einen Priester geben. Noch einen anderen, der mitkommen könnte. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich auf die Suche. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann sehen wir uns genau dort wieder. Bis gleich. Dieb! Dieb! Hä? Dieb? Was? Dieb? Wieso Dieb? Dieb! Dieb! Hat man das nicht schon mal hier in Uschitze? Hier scheint es ja wirklich nur Leute zu geben, die stehlen. Kollege, jetzt aber Schluss. What? Soll das etwa alles sein? Ich ergebe mich. Echt? Hat der so gesessen? Na, umso besser. So, was mit dir? Dann lass mal ihn doch mal ran. Er will nicht. Okay, dann entscheiden wir uns. Was machen wir mit dir? Hast du genug? Hast du genug? Bitte lass mich gehen. Komm schon, wir müssen wegen eines kleinen Stoffstückchens doch kein Trara machen, oder?
Das Problem ist, ich habe einen Scheißruf in Sasau und ich hoffe, wenn ich dich nicht gehen lasse, dass der Ruf in Sasau besser wird, weil ich hier die Einwohner verteidigt habe. Keine Widerrede. So. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ich werde mein Leben von Grund auf ändern. Glaub mir. Selbstverständlich. Natürlich. Du hast ihn laufen lassen. Einfach so. Und, hast du die Beute? Bitte schön. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. 4 Groschen? Willst du mich verarschen? Was soll ich davon kaufen? 2 Stafetten? Na gut, ja, manchmal ergibt sich einfach zwischendurch das eine oder andere. Das eine oder andere Lustige. Trotzdem machen wir uns jetzt weiter auf die Suche nach dem Priester. Ich fände es ein bisschen übertrieben gewesen, jetzt hier wegen 3 Stofffetzen jemanden umzunieten. Von daher, wir machen uns, wie gesagt, auf die Suche nach dem Priester. Was willst du hier, Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Herr Hanusch von Leiper schickt mich. Herr Hanusch, mhm. Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, der sich unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanusch gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Waldenser, ein gefährliches Ketzerpack. Okay, dann scheinen diese optionalen Nebenquests also miteinander verwoben zu sein. Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die. Wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Das können wir, das haben wir gelernt. Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Okay. Also offensichtlich müssen wir ihm helfen, bevor wir ihn hier wegkriegen. So ist das. Das Vertrauen der Einheimischen. Ich komme nicht aus Uschitze und weiß nicht, ob die Ortsansässigen mich respektieren würden. Das ist gut. Einen dieser einheimischen Tunichtgute könnte ich sowieso nicht gebrauchen. Denen kann ich nicht trauen. Und sie trauen mir auch nicht. Aber einem gewöhnlichen, sympathischen Jungen wie dir schon. Du hast viel bessere Chancen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Du schmeichelst mir, Monsignore. Also gut. Ja, und unsere Redekunst ist eigentlich ganz gut ausgeprägt. Gibt es Verdächtige? Jeder ist verdächtig. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber ich werde mehr wissen, wenn ich mit den Verhören fertig bin. Okay. Weshalb glaubst du, dass hier Ketzer sind? Wir haben einen in Kuttenberg festgesetzt. Er hat gestanden, dass er sich mehrmals mit anderen Ketzern in Uschitze getroffen hat. Das war alles, was er gesagt hat? Gegen Ende hat ihn seine Kraft verlassen. Und er konnte keine Liste mehr zusammenstellen. Verstehe. Freut mich, das zu hören. Wer sind diese Waldenser? Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wirklich? Entweder hast du in der Kirche nicht aufgepasst, oder der Pfarrer in Ratei ist zu faul, der Kirchengemeinde das Sendschreiben des Bischofs vorzulesen. Beides wäre gleichermaßen beunruhigend, aber ich werde mal nicht so sein und Letzteres annehmen.
Nun zurück zu deiner Frage. Es ist eine ketzerische Sekte. So viel habe ich mitbekommen. Aber wie äußert sich diese Ketzerei? Hör mal, Bürschchen. Ich habe keine Zeit für theologische Dispute. All das muss dich nicht kümmern. Für dich ist nur wichtig, dass es sich ganz sicher um Ketzer handelt. Jawohl, Monsignore. Ist ja fast schon angepisst. Ich kann das Dokument nicht lesen. Moment. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Natürlich können wir es lesen. Also, finde den Treffpunkt der Waldenseer. Also, warum nicht, Leute? Ja, wie schon mal einmal im Spiel gesagt worden ist, dann müssen wir noch mal etwas Gewürm tilgen. Ich glaube, der Hanusch hat das gesagt. Das fand ich großartig. Gewürm tilgen. Ich habe noch ein paar Fragen zu dieser... Frag nur, mein Sohn. Tut mir leid, Pater. Aber ich kann dieses Schriftstück nicht lesen. Schon gut, Junge. Mein Schreiber hat wahrlich eine Sauklaue. Ich begann meine Pilgerreise in Uschitze an einem Ort der Sünde, wo die Leute sich der Trunksucht und Unzucht hingeben. Also bin ich sofort gegangen. Fürwahr, es muss die örtliche Schenke gewesen sein. Und schon sah ich eine weitere Abscheulichkeit. Den Tempel von Satans Braut, mitsamt dem stolzen babylonischen Turm. Schnell lief ich vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Als ich das Dorf verließ, gelangte ich an eine Kreuzung und wusste nicht, wohin. Also sank ich auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört, denn Christus' Finger erhob sich aus der Erde und wies mir den Weg. Weiter ging es durch dieses gottlose Land, als ich plötzlich die Geräusche einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit vernahm und ihre Königin sowie ihre Türme sah. Ich wandelte weiter, und da erhoben sich plötzlich die Kiefer des Giganten aus dem Boden, die kaputten Zähne gen Himmel gerichtet wie die Grabsteine der Moabiter. Also lief ich in des Biestes Schlund. Und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich war hungrig, also nahm ich von den Früchten ihrer Arbeit und füllte meinen Bauch. Dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen und sie ließen mich in ihrem Schatten ruhen. Ich lief weiter am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Dann fand ich zwei Brücken über den Fluss Jordan und Satan versuchte mich auf die rechte zu locken. Doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere. Da endlich sah ich es. Das Tor zum Garten Eden, reich an Blättern. Es wurde von Männern aus Stroh bewacht, doch sie sahen, dass ich ein guter Christ bin und ließen mich eintreten. Das klingt ziemlich verrückt. Wie ich bereits sagte, er war womöglich wahnsinnig. Erkennst du einen dieser Orte? Nein, aber ich könnte sie suchen. Ausgezeichnet. Genau das wollte ich hören. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. Würde ich sagen, zunächst brechen wir das hier ab, denn ich habe absolut keine Ahnung, wo man suchen sollte. Und stattdessen machen wir uns auf den Weg hier zum Kloster und beginnen schon mal die nächste optionale Quest, denn ansonsten haben wir sowieso nichts zu tun. Der Tribok wird gebaut und ich denke, sollten wir hier mit den Nebenaufgaben nicht rechtzeitig fertig werden, dann werden wir eine Meldung bekommen, dass der Tribok fertig ist. Das alte Weib setzt einen Attentäter auf mich an. Dem trete ich in den Arsch. Hallo? Dafür bringe ich dich um. Hallo? Leute, kommt runter. Vor allen Dingen warte mal, bis ich irgendwas sehe. So, der gibt auf. Was mit dir? Auch kein Bock mehr. Alles klar. Also, dann erzähl mal. Warum überfällst du mich hier überhaupt? Bewaffnet gehst du nirgendwo hin. Lass deine Waffe liegen und hau ab. So sei es. Hinfort.
Gesindel. So, was mit dir? Ich glaube, ihm ist nicht mehr zu helfen. Hat er irgendwas Wertvolles bei sich? Nee. Komm, so ein Brandfeind können wir uns mal reinknallen. Ja, so sieht's aus. Auf dem Weg zum Kloster, da wird man manchmal angehalten. Es geht aber jetzt in der Schnellreise weiter und wir sehen uns dann beim Kloster wieder. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Worum geht es? Die Adligen belagern Talmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Leider kann ich nicht helfen. Ich habe hier viele Notleidende, die meiner ständigen Pflege bedürfen. Ich kann sie nicht verlassen. Ja, das war zu befürchten, dass das auch nicht so einfach ist hier mit den ganzen Verletzten. Was, wenn ich dir zuerst helfe? Komm, das muss doch irgendwie funktionieren. Was, wenn ich dir zur Hand ginge? Dann wärst du nicht so gebunden. Außerdem befindet sich unter den Verwundeten in Talmberg ein Adliger. Wenn das so ist, bin ich gewillt zu gehen. Aber erst, wenn hier alles erledigt ist. Also gut, wo soll ich anfangen? Sprich mit Johanka. Sie weiß, was zu tun ist. Okay, also, dann gucken wir, dass wir hier den Laden, soweit es möglich ist, Bruder Elias. Na, sprechen wir ihn auch mal. Fragen wir mal, wie es ihm geht. Er hat aber nicht viel zu sagen. Hinter uns kommt aber gerade Johanka rein. Haben wir auch lange nicht gesehen. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz, aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Nun gut. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Also hier scheint das ein bisschen verbuggt zu sein. Ja, da gab es keine entsprechende Option irgendwie gerade. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir... Die Adligen belagern. Leider kann ich nicht... Verstehe. Dann müssen wir ohne dich auskommen. Möge der Herr euch schützen. Ich versuch's nochmal so. Mit dieser Antwortoption, ob sie jetzt irgendwas anderes zu sagen hat, ich glaub's nicht. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Nee, das kennen wir alles schon. Das hat auch mit unserem Vorhaben Danke. Hier mehr überhaupt nichts nicht zu tun. Hat mit unserem Vorhaben hier überhaupt nichts zu tun. Ja, also, zweite optionale Geschichte, die noch nicht läuft. Gerade. Ich hoffe, dass wir wenigstens hier etwas Sinnvolles machen können, bevor der Tribok fertig ist. Hey, Heinrich kommt. Ganz genau. Heinrich ist am Start. Wo ist Bernard? Wo treibt er sich rum? Da oben habe ich ihn gerade nicht gesehen. Kurz mal hier auf die Karte schauen. So, irgendwo hier muss er sein. Unweit entfernt. Das sieht doch gut aus. Gott sei mit dir. Grüß dich auch. Wie schlagen sich die Männer so? Ein einziges Lumpenpack. Die Auswärtigen wollen nach Hause und die Ortsansässigen können nirgendwo hin. Also stänkern sie alle. Machen sie dir Ärger? Keinen Ärger an sich.
Ein paar habe ich schlafend bei der Wache erwischt. Aber nichts, das ich nicht mit ein paar Peitschenhieben ausmerzen ließe. Es könnte eine einfachere Lösung geben. Jemandem den Arsch zu versohlen, ist einfach genug. Wenn du einen verbläust, merken sich's die anderen. Und wenn sie's vergessen, machst du's nochmal. Aber dann hast du verwundete Männer. Ich habe da eher an einen Trunk gedacht. Wäre mir neu, dass Quacksalberei die Moral der Männer steigert. Aber Teufel noch eins, sie könnten wahrlich was gebrauchen, das ihnen den Schnaps austreibt und die Augen offen hält. Finde heraus, ob ein Kräuterweib einen Trank brauen kann. Denn die Männer, was stand da? Motiviert wahrscheinlich, was in der Richtung. Wie geht es dir denn, Hauptmann Bernard? Wie geht es dir, Herr Bernard? Wie soll es mir schon gehen? Wir sitzen hier unter der Burg und den ganzen Tag lang werden Steine gehauen. Meine Ohren dröhnen, als hätte mir einer auf den Kopf geschlagen. Seit dem nächtlichen Angriff klingeln meine Ohren auch. Das war ein Reinfall. Aber wir haben trotzdem Schwein gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Da hast du recht. Was hältst du von Meister Kieser? Welchen Eindruck hast du von Meister Kieser? Kieser. Hanusch hält ihn für nicht weniger verrückt als diese dumm beschmierten Idioten, die das Neue Testament auf den Straßen rückwärts rezitieren. Und was ist deine Meinung? Manchmal ist ein bisschen Wahnsinn gar nicht so schlecht. Meister Kieser hat im Ausland viel erlebt und gesehen. Und diese Roquettas, von denen er sprach. Klingt wie das Gefasel eines Verrückten. Kann sein, aber ich möchte sie gern sehen. Wie sie heulend auf den Feind zufliegen. Das ist bestimmt ein unvergesslicher Anblick. Der Anblick ist mit Sicherheit wirklich nice, aber Problem ist, die ganze Burg ist im Arsch. Also gut, dann können wir wahrscheinlich... Noch ein Vorzeigelümmel. Du schnarchst beim Wacheschieben. Ich bin hellwach. Hab ins Feuer gestarrt. Hilft gegen die Müdigkeit. Na dann, weitermachen. Ja gut, also, dann würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche nach der Kräuterfrau. Wenn wir da sind, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Kräuterfrau? Tatsache. Hast du gar kein Haus? Kräuterweib Kunhuta. Was ist mit dir los? Ich bräuchte etwas, um unsere Männer wach zu halten. Hast du zufällig etwas für mich? Ich kenne ein Gebräu, das sie wach halten würde. Bitte mach es. Soll ich dir zeigen, wie man es zubereitet? Aber es muss für mindestens 100 Männer reichen. Tja, da kann ich nicht helfen, mein Junge. Du wirst das Gebräu selbst zubereiten müssen. Also, soll ich es dir zeigen? Nein, jemand müsste es für mich brauen. Ich kann keine Wunder wirken. Kann dir nur verkaufen, was ich habe. Ja, dann gib mir einfach, was du hast, denn ich habe das mit diesem Brauen wirklich erst einmal gemacht und das ist ziemliches Gefrickel irgendwie. Ich bräuchte etwas, um unsere Männer wach zu halten. Hast du zufällig etwas für mich? Ich kenne ein Gebräu, das... Nein, jemand müsste es für mich brauen. Ich kann keine Wunder wirken. Kann dir... Komm, dann handeln wir mal. Vielleicht hat sie ja hier etwas stehen. Katerbier. Katerbier macht den Morgen nach Trinkgelagen erträglicher. Also Katerbier, steckt man schon mal ein. Konservierungsmittel, Liebestrank. Ach, den nehmen wir für uns mal mit, oder? Lass uns mal handeln. Katerbier. Kann ich das mal hier wegmachen? Danke. In den Warenkorb. Liebestrank. Zweimal. In den Warenkorb. So, hast du jetzt noch irgendwas? Was haben wir hier? Puppenmachertrank. Deine Muskeln erschlaffen und du verlierst die Kontrolle. Nee, das brauchen wir nicht. Rabenfedern.
Rezept für Gift, Rezept für Katerbier, Rezept für Liebestrank. Okay, er hat natürlich allerhand Rezepte. Rezept für Trank des Verderbens, Wermut, Ringelblume. Ja, am besten ist ja das Katerbier hier, ne? Das wäre das Beste. Das haben wir jetzt mal eingesteckt. Ansonsten hat sie nichts dabei. Strauchdiebtrunk. Was haben wir denn hier noch? Verbessert dein Gehör und macht dich leichtfüßig. Trank des Verderbens. Dieser Trank verursacht starke Übelkeit und massive... Na, das ist nicht so gut. Wermut. Ein bitterer Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke füllt, aber auch zu merkwürdigen Visionen führt. Das brauchen wir nicht. Das könnte man mitnehmen hier. Tja, und das Buch haben wir auch eingesteckt. So Leute, jetzt sind wir hier an einem anderen Ort, in der Nähe von Thalberg, relativ in der Nähe. Die erste Kräuterfrau, die war ja JWD und konnte uns nicht wirklich helfen. Jetzt sprechen wir die mal hier an und ich hoffe, dass sie einfach sagt, ja, ich kann. Ich bräuchte etwas, um unsere Männer wach zu halten. Hast du zufällig etwas für mich? Ich kenne ein Gebräu, das sie wach halten würde. Soll ich dir zeigen, wie man es zubereitet? Nein, mach es selber. Nein, jemand müsste es für mich brauchen. Ich kann keine Wunder wirken. Kann dir nur verkaufen, was ich habe. So. Was haben wir denn jetzt hier? So, da sind wir wieder zurück in Thalberg. Diesmal werden hier oben keine Vögel geschossen, sondern anscheinend werden jetzt Kaninchen gejagt. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Leute, wen oder was jagt ihr? Kommt ihr irgendwie zurecht? Okay, wir kommen heute auch nicht weiter mit den Nebenquests, zugegeben, aber was ihr hier veranstaltet, das ist ja wirklich ein Bild für die Götter. Hallo? Was machen Sie hier? Ja, der ist hochkonzentriert, den kann man jetzt nicht ansprechen. Ich bin mal gespannt, wo die jetzt drauf schießen. Leute, die einzigen, die wissen, was ihr jagt, seid ihr. Vor allem hier mitten im Ort. Und eine Angel habt ihr auch nicht dabei. Wieso haltet ihr nicht mal eine Angel hier in den See? Ach, da müsste doch mal ein Fisch drin sein. Wo schleichen Sie denn hin, Müller-Lüdenscheid? Das ist doch nicht zu fassen. Hier gibt's nichts außer Kohlrabi. Oder Kohl. Hier ist weit und breit nichts an Wild oder irgendwas, was du jetzt hier jagen könntest. Aber Hauptsache hier rumschleichen. Oh, was macht er jetzt? Er legt sich hin. Er geht in Deckung. Ach, jetzt schießen sie wieder. Jetzt machen die doch wieder Jagd auf Vögel. Okay, alles klar. Gut, Leute, viel Erfolg. Wir sehen uns oben im Lager. Ja, Leute, es ist bereits Abend. Es wird Abend. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs. Für nix und wieder nix. Die Kräuterfrau konnte uns nichts brauen. Hatte nicht genug dabei. Ja, wir selber sind nicht ausgebildet im Kräuterbrauen. Ja, ansonsten hier der Priester, der wollte auch nicht mit aus Urschütze. Die Ketzer haben wir nicht gefunden, da war niemand.
und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir zumindest ein paar Gespräche geführt mit Bernard und ein bisschen so die Stimmung eingefangen, die aktuelle. Wir versuchen jetzt nochmal mit dem Quartiermeister zu sprechen, ob wir ihn hier... Nein, geh weg. Lass mich schlafen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Wenn es einmal läuft, ach, wisst ihr was, dann legen wir es da auch mal hin. Ja, bis morgen früh. So, ein neuer Tag. Herr Quartiermeister, sind Sie denn schon auf den Beinen? Kurz mal die Karte bemächtigen. Gott sei mit dir, Heinrich. Na also, er ist schon wach. Gott sei mit dir. Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können. Kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich behalte es im Hinterkopf. Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Ach, klingt übel. Was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen. Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Naja, aber nicht übertreiben, ne? Im Lager gibt es kein Bier mehr. Hör dich in den Lager um, ob jemand Hilfe benötigt. Genau, sprich mit dem Quartiermeister. Das haben wir erledigt. Na, immerhin. Okay, Leute, das scheint... Nee. Okay, Leute, das scheint auf jeden Fall noch etwas Zeit in Anspruch zu nehmen. Ich habe mal gerade auf die Karte geschaut. Es gibt verschiedenste Wirtshäuser. Wir müssen also da wirklich mal fragen, wer da etwas abgeben kann. Danach steht wahrscheinlich noch eine Jagd an. Und danach könnten wir zumindest auch mal versuchen, ob es nicht doch noch eine andere Möglichkeit gibt, die anderen optionalen Quests anzugehen. Sollte dem nicht so sein, dann geht's im nächsten Part mit der Hauptquest weiter. Je nachdem, ob der Tribok schon fertig ist. Wir werden auch mal dann hochgehen und einfach mal beim Meister, beim Konrad nachfragen, wie weit denn der Bau ist. Das alles sehen wir dann im nächsten Part. Ich sage danke fürs Zusehen. Schalte wieder ein. Bis morgen.